Drücken Sie an. Öffnen. Ja, ich will sie haben. Ach Mann. Okay, Moment, wir haben eine Säge und wir haben einen Zollstock. Was bringt mir das? Die Frage. Wo muss ich jetzt lang, bitte? Ah, man könnte hier mal immer probieren, den Zollstock zu benutzen. cm, okay. Jetzt brauchen wir Holz. Ursache. Da ist Säge. Nutzen. Holz. Wieso nicht? Das ist doch Holz. Ja, Holzbretter. Benutzt die Säge. Das ist nicht möglich. Ja, Holzstäbe. Ah, okay, Holzstäbe gehen. Aber Holzbretter nicht. 15 cm. Okay. Stab der Weisheit. Wo ist der Stab der Weisheit? Da ist der Stab der Weisheit. Okay. Klack, die klack, die klack, die klack. Klack, die klack. Und benutzen. Der Stab wurde eingesetzt. Ich will speichern. Okay, ich traue dem Boden da nicht. Okay, es ist nichts passiert. Okay, okay. Immerhin. Öffnen wir den Schrank auf Dom. Was ist drinnen? Der ist leer, okay. Ah, okay. Tut mir leid. Schon gut, ich bin das langsam gewohnt. Ich nicht. Danke. Wieso ist sie wieder weg? Was? Was machst du denn hier? Naja, ich hab gedacht, hier bin ich sicher. Natürlich. Schrecklich, oder? Anscheinend hat jemand die Hunde runtergeworfen. Die Köpfe haben bestimmt schon vorher gefehlt. Was passiert hier nur? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja immer noch, dass ich träume. Es muss etwas mit diesem Tod zu tun haben. Und Marias Familie weiß. Wer ist Maria? Maria, wieso spricht hier jeder von der? Wer ist das? Wir sind noch bei ihr zu Besuch. Maria Thalberg. Oh, okay. Aber ich dachte, sie heißt Alice. Nein, Moment, wie komme ich denn darauf? Maria, natürlich heißt die so. Schock muss bei dir echt einiges durcheinander gebracht haben. Sie hat sich aber selber Alice genannt, da bin ich mir ganz sicher. Ist sie irgendwie komisch geworden, nachdem sich das Tor geöffnet hat. Wir sollten lieber aus dem Weg gehen. Ja, denke ich auch. Das ist interessant, okay. Da hinten ist eine Bibliothek. Ich habe mich alleine nicht getraut, dort zu bleiben. Aber wenn du da bist, geht es vielleicht, okay? Glaubst du, wir finden da was? Ich denke schon. Okay, ich komme mit. Go, go, Bibliothek! Raiden, zu zweit. Awesome. Diese Bücher beschäftigen sich alle mit Magie und dem Übernatürlichen. Vielleicht. Mein Respekt. Mein Respekt. Ich versuche die Wand zu verschieben, aber sie bewegt sich nicht. Dann rief ich Caro, doch auch das bleibt erfolglos. Sie antwortet nicht. Ob etwas passiert war? Aber selbst wenn, so kalt das auch klingen mag, konnte ich sowieso nichts mehr daran ändern. Nach einer Weile gab ich auf, es hat sich nichts geändert. Ich musste immer noch alleine einen Weg aus diesem verrückten Haus finden. Okay. Tagebuch. Eine Leselampe und ein Buch über die griechische Mythologie. Das ist schön, da ist ein Zettel, ein Holztisch. Ja, aber ich will den Zettel lesen. Der Zettel war drei Belagzeichen. Ein Wal, eine Pfeife und ein U-Boot. Da wurde eine goldene Farbe benutzt. Wal, Pfeife, U-Boot. Da ist ein Safe, oder? Ja, Tresor. Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle. Das Buch ist 1902 erschienen und handelt von einem weiteren, falls berühmten
Pfeife-Rauchen-Detektivs Sherlock Holmes. Dem alte Mann das Meer von Ernest Hemingway. Das Buch ist 1952 erschienen und handelt von einem alten Fischer und seinem Kampf mit dem großen Marlin. Okay, wie war das? Fischpfeife und ne, Walpfeife und ein U-Boot. Eine Bücherwand. Moby Dick von Herman Melville. Das Buch ist 1851 erschienen und handelt vom rachsüchtigen Captain Ahab, der einen weißen Pottwal jagt, der ihm einst das Bein abgerissen hat. Das ist doch schön. Der Name der Rose von Umberto Eco. Das Buch ist 1980 erschienen und handelt vom Franziskaner William von Baskerville, der mysteriöse Mord in einer Benediktinerabtei aufklären, was auch immer. Der Schimmelretter von Theodor Storm. Das Buch ist 1888 erschienen und handelt von der tragischen Geschichte eines späteren Deichgrafen Hauke Heyens. Eine Bücherwand. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Der letzte Band ist 1870 erschienen und die Geschichte handelt von den Abenteuern auf dem U-Boot Nautilus. Wer kennt das nicht? Achso, der ist schon offen. Schwaches Hotelgitter. Okay, also was? Nochmal am Holztisch. Ein Walpfeife-U-Boot. Walpfeife-U-Boot. Demnach. Hier? Nein. Nein. Wal? Genau. Dann Pfeife. Ja. Und U-Boot. Hä? Magnetband, Messer, Klebstofflöser, Brecheisen, Schraubenzieher, Kreuz, was? Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen müsste. Ich brauche Bücher, glaube ich. Moment mal. Nein, das ist falsch. Hier, genau, ist verschlossen. Und hier? Ach, das war's mit den Spinnen. Okay, aber was ist denn jetzt mit dem Zeugs? Quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Quietsch, 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 quietsch. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Achso. Ich hab schon gedacht, ich hätte irgendwas. Eine Bücherwand. Das ist der Das ist eine schöne Bücherwand, wirklich. Das ist der Richtung nicht möglich. Was soll ich denn damit machen, bitte? Ja, der Zettel, der sagt mir ja, was ich mache. Aber wieso macht sie das nicht? Ein Wal, eine Pfeife und ein U-Boot. Schauen wir mal, was sie für Items haben. Klebstofflöser und schon stumpfer Kartoffelmasse, ja gut. Zollstock, Säger, Brecheisen, Schraubenzieher, Zündhölzer, Glas. Ein Tresor. Können wir den öffnen? Was?
Was? Ah, die Jahreszahlen. Okay, Moment. Wie war das? Ich muss mir das aufschreiben irgendwie. Moment. Haben wir. Ich habe keine Stifte. Das ist blöd. Ich kann mir niemals eine zwölfstellige Zahl merken. Behaupte ich. Ich habe doch hier Stifte. Klar, hier ist doch mein Rucksack. Komm mal her. Ich könnte aber auch meinen Taschenrechner benutzen. Genau, ich nehme meinen Taschenrechner. So mache ich es. Ganz einfach. Weil ich es kann. Komm, Herr Taschenrechner. Das ist nicht möglich. Okay, wie war das noch? Also, Fail. Wahl, Pfeif, U-Boot. Okay, Wahl. Wahl war hier, ne? Dann war er nicht. Wahl. Nein. Wo war der Wahl? Da? Da. 1851. Danach die Pfeife. 1902. Und 1870. Okay. Öffnen wir ihn. Ja, die erste Zahl war 1. 8. 5, 1. 1. 9. 0, 2. 1. 8. 70. Awesomeness! Auf Doom. Wo fährt mein Taschenrechner? Im Tresor befindet sich ein Schalter. Das ist schön für den Schalter, wirklich. Drücken wir ihn. Klack. Das Geräusch kam vom Flur. Wollen wir zum Flur, ist die Frage.